Es sind nur noch wenige Minuten, bis die ersten Besucher kommen. Uta Bartsch, die Erfinderin des Projekts, hereinspaziert, legt noch Hand an und gibt letzte Instruktionen. Und dann kommen sie schon, die ersten Gäste. Etwas zaudernd bewegen sie sich auf dem noch fremden Terrain. Uta Bartsch sagt noch ein paar Worte zur Begrüßung und dann beginnt das Programm. Zu Gast sind der Regisseur Frank Matthus und einige Schauspieler des Theatersommers Netzeband. Sie tragen Texte aus Fontanes Erzählung Grete Minde vor. Inzwischen reicht der Platz im Garten kaum noch aus. Damit hatte auch die Gastgeberin nicht gerechnet. Es kamen Heerscharen von Besuchern. Hereinspaziert, das war der Überraschungserfolg der Fontane Festspiele 2019. Und darum wird Hereinspaziert auch 2020 mit Sicherheit wieder im Programm der Fontane Festspiele sein.